Tag, liebe Leute, hier ist wieder der Ben von Let's Watch. Und ja, wir befinden uns hier wieder bei Dragon Prophets. Und ich mache immer noch My Way to 1 Million Gold. Ja. Und wir befinden uns bei 14.510 Gold zurzeit. Also ein Haufen Arbeit noch. Aber ich hoffe, es wird sich auch dann irgendwann rentieren, da ich euch ja gerne das Housing-System erklären möchte. Und dafür brauche ich für das kleinste Gelände eine Menge Gold. Ist eine Menge Holz, klar, aber ohne diese Questerei geht's einfach nicht. Ich möchte das halt so machen, dass ihr mir so ein paar kleine Fragen stellt oder Aufgaben gibt, die ich halt so nebenher mal machen könnte, um das Ganze nicht so langweilig zu gestalten. Ja, es ist halt wirklich schwierig, auf diese Million zu kommen, meiner Meinung nach. Und bevor es euch zu langweilig wird, möchte ich das lieber ein bisschen interaktiv gestalten und euch damit einbinden. Also es wäre mir auf jeden Fall ganz recht, dass euch diese ganze Sache nicht so langweilig wird. Da es sich ziehen wird ohne Ende. Es ist wirklich so. Und reines Gequeste wird euch nicht gefallen, gefällt mir persönlich nicht. Und ich möchte halt eine kleine Aufgabe damit haben. Und ja, schlagt was vor. Ich bin gerne bereit, euch zuzuhören. Ja. Probieren. Immer fragen. Immer Aufgaben stellen. Diese Staffel wird noch sich sehr lang ziehen, gehe ich von aus. Ich hoffe, dass wir es schaffen, bevor die Open Beta ein Ende findet. Ja. Weil der Weg ist lang und steinig. So, was sollen wir denn jetzt machen? Aporia-Patrouillen verhauen. Tun wir dieses. Na. Boah, haut er mich weg. So. Es ist wirklich nicht schön. Also das macht nicht so viel Spaß. Das Spiel selber, also super geil, macht mir das macht mir Laune. Da kann ich echt nichts gegen sagen. Aber im Low-Level-Bereich irgendwie auf diese 1 Million Gold zu kommen, ja, das ist schon ein Brett an Arbeit. Vor allem wenn so spritze, frisch, fröhliche Goldhamster mit Sperren auf mich zukommen. Wo geht's denn weiter? Ne? Einzig Schöne hier, die Top-Raten sind relativ hoch, wenn man weiß, welchen Gegner man gewinnen muss. Theoretisch in jede Quest kann man sagen, ist genau beschrieben, welche Leute man umnieten sollte. Ja. So, grimmschiger Devil. Grimmschippiger Dämmerschuppenschip. Ja, genau. Ja, lasst mich das Fahrrad nochmal vorbeilassen und den ganzen Kram nochmal sortieren. So, sehr schön. Jetzt habe ich alles vergessen, was ich sortieren wollte. Ich sollte nicht so viel saufen. Ja. Ist euch vielleicht eingefallen, was man so nebenher noch machen könnte, um noch zusätzliches Gold zu verdienen? Lukrativ muss es halt sein. Und wir wollen das ja schnell hinter uns bringen. Ja. Also schnellstmöglich. Schnell selber ist nicht möglich. Leider Gottes. Aber wir wollen es halt so schnell wie möglich über die Bühne bringen. Und da hole ich mir lieber mal ein paar Tipps aus der Community, beziehungsweise aus unseren Abonnenten-Comments und ähnlichem.
werden schon mir vernünftige Aufgaben geben, um halt dieses spannender und interessanter zu gestalten. Die hatten wir schon im letzten Video. Eigentlich hatten wir alle schon im letzten Video. So, her. Ich brauche noch zwei Drachen. Geld zu kommen. Ja. Ist schon schlimm genug, dass es so ist. Aber wer braucht schon Heiltränke, die sind ja über immer. So. Jetzt brauchen wir noch einen Drachen. Nein, wir haben sie alle. Alles klar. Ruhm, Gaul. Ab dafür. Gleich mal abgeben. Wenn es auch noch eine Quest gibt, geben wir gleich ab. Aber erstmal zurück zu Pit Gerster. Pit Geiger. Entschuldigung. Ja, das war klug. Klug bin ich nicht. So, was haben wir denn jetzt schon an Bord? Das Stemonsring, gut, es wird alles vertickt. Wir scheißen auf Magieabwehr, wir scheißen auf alles, was wir können. Aber immer unser Geld. So. Vielleicht die Quest mitnehmen. Da gibt es auch mal ein bisschen mehr Gold. So. Was brauchen wir denn? Kommandant Palva. Super, den hatten wir im letzten Video auch schon mal getötet durch Zufall. Also sollte das kein Problem sein. Was sagt ihr zu den Drachen? Was sagt ihr zum Aufbau dieses Spiels? Was sagt ihr zur Gestaltung des Spiels? Wie gefällt euch die Grafik? Was meint ihr, könnte besser gemacht werden? Würde mich einfach mal interessieren. Weil es ist meiner Meinung nach ein Bombenspiel. Ja. Gebt mal eure Kommentare zum Besten. Und ich halte mich mal so ein bisschen auf dem Laufenden. So. Nummer 2. Ist doch bestimmt auch wieder hier drin. Ja. Wo haben wir das denn? Was soll das hier vorne liegen? Dahin bestimmt. Oh, habe ich dich angegriffen? Kleiner Loser. So. Anzünden. Ja, zünd's an. Lass gurgeln die Scheiße. So. Jetzt gehen wir aber erstmal dahin. Also, wir holen uns jetzt erstmal den Kommandanten, wenn wir mal rankommen. Oh ja, Hacke Peter! So. Und ein grüner Gegenstand. Finde ich übrigens auch sehr toll. Also, man sieht am Loot selber, also, wenn man die Gegner gelegt hat, an diesem Leuchten, ob ein grüner Gegenstand oder ähnliches dabei war. Also man ist nicht gezwungen, alles aufzuheben, was da unten auf dem Boden einfach mal so leuchtet. Aber grüne Gegenstände sollte man tunlichst mitnehmen.
die ich dann zum Beispiel verkaufen oder so. Ja, nur Drachensplitter für Elementarwiderstand im Leben bekommen. Ja, gut. Wer es braucht. So. Da brauchen wir wieder unser Kleinen, gell? Ah. Aber wir wahrscheinlich hier nicht. So, können wir erstmal abgeben. Abgeben eben. Oh, wie sehr sind wir gleich Level? Panagosta in die innere Höhle. Ja, ich folge dir mal. Panagosta. Wo ist er denn hin? Wo ist er hin? Ist weg. Wie geht sowas? Er ist einfach weg. Hm. Dann nicht. Schwupp, schwupp, schwupp. Mal ein paar sammeln. Jetzt fangen wir hier tausendmal an zu kämpfen. Das wollen wir ja nicht. Ja. So, so, so. Na, bist du denn hier, mein Freund hier? So, da liegen sie gleich alle um. Also, der Krieger als Starterklasse ist auch cool. Kann man nicht anders sagen. Das Leveln geht einfach das Aushalten geht ungewöhnlich schnell. Also, man hält eine Menge aus. Das Aushalten geht schnell. Jetzt erklärt mir mal bitte, was ich für einen Unsinn rede. Ich habe die letzten Tage vielleicht ein bisschen viel gearbeitet. Das würde ich mal darauf schieben. So. So. Ich muss hier hinten hin. Alle hören habe. Was ist denn jetzt hier mit Kommandant Tyler? Ich müsste den echt mal umbringen. So, da bin ich wieder. Sorry für diesen kurzen Cut. Ich und mein Rechner hatten einen kleinen Blackout. Und ja, jetzt geht's erstmal weiter. Diesmal nehmen wir mal unseren kleinen Drachen dazu. Damit wir das hier so ein bisschen beschleunigen können. Wir müssen jetzt erstmal unseren Herrn Panagosta wiederfinden. Der ja eben einfach mal verschwunden ist, nachdem wir die Quest angenommen haben. Ich gehe davon aus, er wird unten zu finden sein, da wo wir jetzt auch die Quest erledigen müssen. Aber ich habe keinen Plan. So. Hack, 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 hack. Fetzen, yeah. So. So. Ja, der Hacke.
Hacke, Hacke, Hacke. Dass unser kleiner Kerl, meine Frau hier mit dem Schwert umgehen kann, haben wir mittlerweile mitbekommen. Aber, wir haben immer noch nicht das geschafft, was wir wollten. Ja, wir wollten immer noch den Kommandant halber über den Haufen hauen. Müssen wir sogar so, weil dies ist Part eines Events und einer Quest. Ist natürlich sehr schön, wenn man sowas miteinander machen kann. Er spart viel Zeit und gibt Kohle um 2. So, und hier ist bestimmt schon wieder irgendwie gar nichts drin. Och ja, Mensch, ich bin so fähig. Elite werden hier nicht wie bei POW oder sowas angezeigt, sondern haben hier keinen goldenen oder silbernen Ring um ihr Porträt, sondern ein rotes Skelett, also so ein gutes Gerippe, würde ich mal sagen, hat das dabei. Oder Blut, kann man jetzt sehen, wie man will. Aus dem zweiten holen. Der erste ist ja Buff abgelaufen. So, Hacke, okay, dann. Level 18, uha. Wenn wir jetzt noch endlich mal Kommandant Palber über den Haufen schlagen kriegen, würde mich das mehr als nur glücklich machen. Da ist er. Lass mal ein bisschen durch die Gegend fliegen, weil das sieht auch noch aus. Yeah. So, Kommandante. Sieh zu, dass du ein Vögelchen machst. Ich kann dich nicht mehr leiden. So. Liegt da oben, er liegt oben, er liegt oben. Und droppt nur Scheiße. So, aber hier unten sind wir fertig, so wie es aussieht. Nein, nein. Irgendwas fehlt hier. Ah ja, durch das Event. Was müssen wir hier für das Event noch machen? Wir brauchen einfach den schönen Drachen mal wieder. Jetzt das Event. Durch das Töten des Achenbier. Also steht da eigentlich nur, dass man Kommandant Palber tötet. Ah, hier. Brauchen wir noch Medizin Nummer 1. Schwupps, jetzt haben wir es auch. Lesen bildet. Es wäre ja so einfach, wenn man lesen würde. Aber dafür sind wir zugebildet. Lehnen wir erstmal ab, weil wir nicht wissen. Beziehungsweise ich habe einfach momentan keine Lust. Ich bin Solo-Gamer zurzeit. Und im Bereich des Let's Watch jetzt noch mit Leuten zusammen zu spielen, macht die Sache unnötig kompliziert. Finde ich. Weil man auch die Zeit so ein bisschen anpassen müsste. So. Voraussetzungen erfüllen. Jetzt können wir diese Quest da hinten noch abgeben. Dann würde ich sagen, ist dieses Video auch für heute schon wieder gelaufen. Ziehen gleich ein Resümee, was unser Geld angeht.
Wir haben ja einen kleinen Sprung gemacht. Rasen, rasen, rasen. Komm, wir geben mal ein bisschen Gas. Oh, hier, komm, das nehmen wir einfach mal noch mit. Können wir nichts mit verkehrt machen. Können wir mal was sammeln. So. Schön ins Leere. Salzholzkern. Gut, Hautsalzblöcke prinzipiell glaube ich schon mal ein bisschen mehr wert wie das, was wir am Anfang bekommen haben. In den ersten Levelbereichen. Mal schauen. Die Salzholzkerne ein. Ja, gut. Lassen wir jetzt bestehen. Ich dachte, da wäre ein bisschen mehr. Hautsalzblock. Nein, doch nicht. Alles klar. Schade. Hätte ja sein können. Aber anscheinend nicht. So. Gucken, 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 gucken. Schmonz abgeben. 19,9. Haben wir jetzt. So, Restschrott verkaufen. So, alles graue. App. Jawohl. Sind wir schon auf 20,1. So, dann kommt das noch weg. Ja, ich bin schon. Ja, alles weg. Alles weg. Ohne Großachsen. Wir könnten ja mal umsteigen auf eine Großachsen. Einfach mal so for fun, um zu schauen, wie das ist. Jetzt mal mit ein bisschen mehr Schaden. So. Einfach mal richtig mit Bums dabei gehen. Dann verkaufen wir das Zeug hier. So, das noch weg. Und so 32. Oh. Ja, komm, weg. Wir können es nicht gebrauchen zurzeit. Wir brauchen eigentlich nur tolle Sachen. Hier, nochmal schwere Rüstung. Restitution plus 5. Alles weg. Auf. Ja. Das gibt auch gleich nochmal ein bisschen HP. Äpp. Was ist denn jetzt hier? Ja, natürlich binden. So. Das weg. Das weg. So. Die hier weg. Und den hier auch. So sieht das alles schon mal gar nicht schlecht aus. So. Jetzt unser Ende mit 21.283 Gold. Ich denke mal, das ist gar nicht schlecht. Aber da geht bestimmt noch mehr. Gebt mir Tipps, lasst mich wissen, wie ich das am besten erreichen kann, dass wir hier diese Millionen auf die Schnelle erreichen. Und ja, wir sehen uns definitiv, hoffentlich. Und ja, haut da rein, ja? Ich will was sehen von euch. Dankeschön, schönen Tag noch.